Herzlich willkommen in Freiburg, Harvard, und ein gutes neues Jahr. Ich denke, das darf man am 7. Januar noch wünschen. Wie hast du Silvester gefeiert? Erst, danke schön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe in Silvester nur zu Hause sein und ja, einen guten Zeit dort gehabt eigentlich. Ab heute geht es aber wieder um Fußball, dein erster Arbeitstag hier in Freiburg. Was ist der erste Eindruck von den Jungs und vom Stadion und von der Stadt? Ja, also Stadion sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Stadt auch. Ich habe noch nicht so viel gesehen, aber auf jeden Fall sieht es sehr, sehr gut aus. Und die Jungs sind auch sehr, sehr nett. So der erste Eindruck ist eigentlich super. Mats ist auch da, Möller Daly und Vegard Hedenstad, mit denen hast du gerade eben schon gesprochen. Ich denke auch schon vor deinem Wechsel. Haben sie dir geraten, komm nach Freiburg, das könnte eine gute Idee sein? Ja, das stimmt eigentlich. Ich kenne beide sehr, sehr gut von Nationalmannschaft, und ich habe auch in Braunschweig mit Vega zusammen gespielt. So, die beiden haben eigentlich nur positive Sachen gesagt über Freiburg. Und ja, wie gesagt, ich habe auch eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck bis jetzt. Ja. Genau, und es gab ja schon lange Gespräche zwischen dir und dem Sportclub, nicht erst seit ein paar Wochen. Was waren für dich jetzt letztlich die Gründe für einen Wechsel? Und freust du dich, dass es jetzt geklappt hat? Ja, also ich freue mich sehr. Also Freiburg ist eine Top Mannschaft und auch Club. Das haben sie auch jetzt in die zweite Liga auch gezeigt. Liegt momentan an zweiter Platz und hat auch einen sehr, sehr guten Fußball gespielt. Das war auch ein Grund, weil sie sehr, sehr guten Fußball spielen. Das macht immer Spaß, Freiburg zu sehen. Ich habe auch dann ein Gespräch mit der Trainer auch gehabt. Das war sehr, sehr gut. Und wie gesagt, nach diesem Gespräch, dann hatte ich eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass Freiburg eine perfekte Club für mich ist. Jetzt geht es erstmal in die Vorbereitung. Da freut sich nicht jeder Spieler drauf. Aber ich denke, gerade für Neuzugänge ist es eigentlich eine gute Sache. Worauf kommt es jetzt für dich an in den nächsten Wochen? Ja, also die erste Sache ist dann natürlich, die Jungs ein bisschen zu kennen, zu lernen, sagt man ja, und sowas. Das ist auch immer wichtig am Anfang. Und ja, also ist oft viel so Läufteste und sowas. Das macht nicht immer Spaß, aber so ist es immer. Und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, hier zu sein und hoffe, dass ich kann die ersten Tage hier gut nutzen, kann man sagen. Ein kleiner Blick voraus auf dein erstes Spiel hier im Stadion. Du kennst das Stadion, hast mit Eintracht Braunschweig hier schon gespielt. Ich glaube, 2-0 verloren. Freust du dich jetzt auf deinen ersten Auftritt im Freiburger Trikot? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das Stadion sieht super aus. Ich habe auch gehört, dass die Fans sehr gut sind. So, das sieht alles super aus. Dann wünsche ich dir einen ganz tollen Einstieg hier in Freiburg und eine sehr erfolgreiche Zeit. Herzlich willkommen.